Sie erwarten. Nancy Lyon ist durch Arsen umgekommen. Das ist nicht wahr! Was ist die Wahrheit? Richard Thomas in Der Giftmörder. Ein Film aus der Reihe Schicksalhafte Begegnungen. Donnerstag, 21.15 Uhr bei RTL. Denn ursprünglich entstammen wir alle dem Meer und es ist eine Tatsache, dass der Salzgehalt des Blutes, welches durch unsere Adern fließt, exakt dem des Meeres entspricht. Dieses Salz ist in unserem Blut, in unserem Schweiß, in unseren Tränen. So sind wir seit jeher dem Meer verbunden. Und wenn wir zu ihm zurückkehren, sei es, um es mit unseren Schiffen zu befahren oder uns einfach nur von seiner unendlichen Weite faszinieren zu lassen, so kehren wir zu unseren Ursprüngen zurück. John F. Kennedy, 1962. Schiff, was du selbst mitentwickelt hast, wartet geradezu auf dich. Sieh es dir doch einfach nur mal an. Lass dir einfach von mir zeigen, was ich meine, wovon ich rede. Wie wird sich Nathan Bridger entscheiden? Bleiben Sie dran. Von Citroën. Synthese aus Ästhetik und modernster Technologie. Mit speziell versteifter Fahrgastzelle, integralem Seitenaufprallschutz, hydraktivem Sicherheitsfahrwerk und ABS serienmäßig. Citroën. Mehr als Sie erwarten. Also dein richtig guter Geflügelsalat gehört. Zartes Geflügel. Frische Champignons. Sonst noch ein Wunsch? Ja, Mandarinen. Und 40% weniger Fett. Du darfst mehr Genuss pro Kalorie. Komm, stoß mit mirem Sinn aufs Leben an. Alle, die nicht in den sauren Apfel beißen möchten, können ihn jetzt trinken. Jetzt neu. Saurer Apfel von Behrensen. Skrupellose Drogenterroristen ermorden einen Undercover-Cop. Ich glaube, ich kann euch in diesem Fall weiterhelfen. Ein Informant führt Miami Vice zu den Hintermännern. Verabrede ein Drogengeschäft zwischen Desmond und uns. Desmond Maxwell ist ein eiskalter Killer. Doch Crockett und Tubbs machen einen Fehler. Und ihr Plan wird zu einer lebensgefährlichen Falle. Du wirfst zu viele Regeln über den Haufen. Spielt der Informant ein doppeltes Spiel? Miami Vice, Freitag, 20.15 Uhr bei RTL. Ich habe Commander Ford beauftragt, für dich eine Shuttle bereitzustellen, wenn du das Schiff verlassen. Wie großzügig, wie kann ich dir danken? Es tut mir leid, Nathan. Meine Methoden mögen dich etwas stören, meine Absichten waren immer die besten. Absichten? Der Weg zur Hölle ist gepflastert. Mit guten Absichten. Wird Bridger die Sea-Quest verlassen? Bleiben Sie dran. Ich bin im Stress. In einer halben Stunde kommt mein Nachbar. Finde ich richtig gut. Ist ein ganz toller Typ und der hat auch immer saubere Gläser, bloß ich nicht. Ich bin einfach sauer, weil die Gläser sind irgendwie total stumpf. Man kann überhaupt nicht durchgucken, überhaupt nicht sauber. Lieber gleich Kalgonit Ultra mit dem Kalkbelagblocker. Der packt auch die Beläge, die andere Reiniger nicht schaffen. Für reinen Glanz. So muss ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Kalgonit Ultra packt den Belag für reinen Glanz. Jetzt gibt es sie. Magic Drinks von Pico. Sie sind hundemüde? Espresso Grande. Ihnen ist heiß. Eiskaffee Classic. Und genauso Magic ist Café Olé Häselnatt. Schokolade Sherry. Cappuccino Amaretto. Saugut. Oh. Schmecken auch all die anderen Sorten. Aber das Schönste ist die kinderleichte Zubereitung. Ein bisschen Wasser. Umrühren. Fertig. Pico Magic Drinks. Neu bei Chivo.
Heute Abend bei SternTV. Frust für Flipper. Ein deutscher Delfintrainer sagt, viele Delfinshows sind reine Tierquälerei. Gewalt gegen Schwache. Immer öfter werden Behinderte überfallen, geschlagen, vergewaltigt oder umgebracht. Doch immer mehr wehren sich mit Erfolg. Studiogast. Vor Beginn der neuen Rennsaison der deutsche Formel-1-Star, Michael Schumacher. Diese und andere Themen heute Abend bei SternTV RTL. Heute Abend bei mir ist zu Gast Christian Barner, Herzchirurg. Und die Frau, an die er sein Herz verloren hat. Ihren Sohn bringen Sie auch mit. Christine Stückelberger ist Olympiasiegerin und beste Dressurreiterin der Welt. Heute galoppeln wir zusammen. SPD-Bundesgeschäftsführer Günther Verheugen und die deutsche Stimme von CNN, Bettina Lüscher. Gottschalk Late Night, 23.15. Gottschalk, die Late Night Show, heute 23.15 bei RTL. Ich glaube, was mit dem Boot passiert ist, war kein Zufall. Es müsste jemand sein, der keine Angst vor der Computeranlage hat und ein bisschen rumschnüffelt. Was ist mit Lieutenant Commander Hitchcock? Keine Zeit, sie ist im Reparaturteam. Ich habe eigentlich an jemand aus Ihrer Sektion gedacht. Wir sind Naturwissenschaftler. Warten Sie, es gibt da vielleicht jemanden, der Ihnen helfen kann. Wer? Wird Captain Bridger Unterstützung finden? Bleiben Sie dran. Hey, wow! Wie machst du das bloß? Was? Na ja, wie toll du immer aussiehst. Ich mach Sport und esse eben nicht so viel. Ich auch. Sogar Schokolade verkneife ich mir. Ehrlich? Ich habe immer einen kleinen Vorrat im Kühlschrank. Aber es muss Joghurette sein. Die schmeckt leicht nach Joghurt und Erdbeeren mit zarter Schokolade. Du und Schokolade? Ich glaub dir kein Wort. Hey! Joghurette. Schmeckt himmlisch joghurtleicht. Hallo? Tonight's the night. Tuborg Pilsener. Wer die Welt kennt, kennt Tuborg. Ich hab ihn auch besiegt, den wir mehr Platz sind ein Versager! Schwerer Treffer auf Delta 4. Sie geht unter, Captain. Gibt es noch Hoffnung für Delta 4? Bleiben Sie dran. Wir von Langnese sind heute hier, um die Bären auf die Probe zu stellen. Lassen Sie sich auch von einer Marmelade verführen oder bevorzugen Sie lieber goldklaren Langnese-Honig? Ich stelle fest, für Bären gibt es nur einen Brotaufstrich, Langnese-Honig. Nur an den Essmanieren müssen wir noch ein bisschen feilen. Langnese-Honig von echten Bären empfohlen. SeaQuest. Das Fernsehereignis 1994. Und jetzt gibt's schon den ersten spannenden Roman zu Steven Spielbergs neuester Vision. SeaQuest. Mission unter Wasser. Das Buch zur Serie. Jetzt überall im Handel erhältlich. Sie werden auf der Brücke verlangt. Schätze, die meinen mich. Begleiten Sie auch nächsten Mittwoch wieder Captain Bridger und die SeaQuest bei einer neuen Mission. Der Erforschung eines maritimen Vulkans. Ein Vulkanausbruch unter Wasser. Ein gefährlicher Auftrag, bei dem Delfin Darwin plötzlich von einer bislang unbekannten Bakterienart befallen wird. Darwin krank! Steven Spielberg SeaQuest. Nächsten Mittwoch um 21.15 Uhr bei RTL. Wir haben die Zukunft im Programm. Die Kurznachrichten bei RTL, guten Abend. Die FDP-Fraktion hat am Abend den Entwurf zur Neuregelung des Paragraphen 218 gebilligt. Die Gespräche der CDU-CSU-Fraktion dauern dagegen zur Minute noch an. André Döberst aus Bonn. Nee.
Das Ja zum neuen Abtreibungsrecht war in der FDP-Fraktion nur noch reine Formsache und die Sitzung nach einer knappen Stunde beendet. Wir haben ein fast einstimmiges Ergebnis. Es hat eine Gegenstimme gegeben. Währenddessen redete man sich in der CDU-CSU-Fraktion noch die Köpfe heiß. Denn einige Unionspolitiker lehnen die Fristenlösung strikt ab. Und auch die SPD hat bereits Widerstand angekündigt. Sie will, dass der Bund die Abtreibungen bezahlt und nicht die Sozialämter der Länder. Die Vereinten Nationen haben die Hilfsflüge in die bosnische Hauptstadt Sarajevo erneut gestoppt, denn zwei Hilfsflüge waren zuvor beschossen worden. Eine Lösung am Verhandlungstisch ist zudem in weite Ferne gerückt. In Genf endeten die Gespräche der Kriegsparteien am Abend mit einem Fehlschlag. Für den 10. Februar ist eine neue Gesprächsrunde vereinbart worden. US-Präsident Clinton ist am Abend im Erdbebengebiet Kalifornien eingetroffen. Er hat für den Wiederaufbau von Los Angeles 45 Millionen Dollar versprochen. Die Zahl der Erdbebenopfer hat sich inzwischen auf 43 erhöht. Die Menschen versuchen, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Sie müssen für Wasser anstehen. Rund 40.000 Häuser sind von der Versorgung abgeschnitten. Bautrupps sind pausenlos damit beschäftigt, die zerstörten Freeways zu reparieren. Die Autofahrer müssen auf Nebenstrecken ausweichen. Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England wird nicht wie geplant am 20. April in Hamburg stattfinden. Der Deutsche Fußballbund hat das Spiel auf Drängen von Hamburgs Innensenator Hackmann abgesagt. Es gibt große Sicherheitsbedenken, denn die Experten befürchten, am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, schwere Ausschreitungen durch Neonazis. Zum Schluss noch das Wetter. Auch morgen bleibt es südlich der Linie Saarland-Thüringen sonnig und trocken, nördlich davon ist es bewölkt, mit etwas Schnee oder Sprühregen. Die Temperaturen liegen an der Küste um 5 Grad, am Alpenrand um 0 Grad. Soweit die Kurznachrichten. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, um Mitternacht wieder im RTL-Nachtjournal. Bis dahin. Geschnauft, gestöhnt, befriedigt und das im Minutentakt. Telefonfreier und Ihre Fantasien heute live bei Nachts. Vom Durchschnittstypen haben Sie genug. Der neue Seat Cordoba. Donnerstagabend bei RTL. Sie werden es nicht glauben, aber Verzeih mir hat Post bekommen. Vom Vatikan. Sehen Sie selbst in Verzeih mir um 20.15 Uhr. Direkt danach Deutschlandpremiere bei RTL. Richard Thomas in dem großen TV-Roman Der Giftmörder aus der Reihe Schicksalhafte Begegnungen. Der Donnerstagabend mit Verzeih mir und anschließend um 21.15 Uhr Der Giftmörder, der große TV-Roman bei RTL. Herzlich willkommen bei Stern TV. Es gibt in Deutschland sicherlich nur ein paar Sportler, die absolutes Weltklasseniveau haben und die gleichzeitig damit rechnen müssen, dass man jeden Schritt und jeden Tritt von ihnen genauestens beobachtet. Boris Becker, haben wir jetzt gerade gelernt, gehört dazu, Steffi Graf bestimmt auch, Michael Stich schon einen Tick weniger, Lothar Matthäus auch mit Abstrichen. Einer gehört auch noch dazu, und zwar dieser Mann. Vom Go-Kart in die Königsklasse des Automobilsports. Michael Schumacher, Shootingstar der Formel 1. Schon in seiner ersten Saison jagt er die Besten. Die Presse kennt nur Superlativ.